Also willkommen wieder zu unserer Sendung Andruck, der Pressetalk auf TV Berlin. Und diese Woche hat uns doch so in manche Verwirrung gestürzt. Plötzlich war die SPD wieder unter 30. Ein gewisser Martin Schulz verbreitet vielleicht doch nicht diesen Schwung, den man erhofft hat von den Genossinnen und Genossen. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Vielleicht wissen wir das heute in der Sendung. Darüber will ich diskutieren mit Sabine Lennartz von der Schwäbischen Zeitung. Herzlich willkommen. Danke. Norbert Walter. Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Richtig? Endlich fusioniert. Ne? So ist es. Gesagt. Und Juliane Hilscher, freie Journalistin, Mitschreiberin, mitbeteiligt an einem Wahlkampfblog. Ja, so wer könnte uns das besser erklären, was los ist? Erstmal herzlich willkommen als Sie. Was schreiben Sie denn in Ihrem Wahlkampfblog? Erstens geht wählen, richtig? Geht wählen, unbedingt, weil ohne eine kleine Stimmabgabe wird man nicht beteiligt sein als Bürger an dem Geschehen, was hier in Deutschland die Zukunft so gestalten wird. Ich schreibe für den Bundesverband der Medientrainer in Deutschland. Die untersuchen seit einigen Wochen das Spitzenpersonal der Politik. Wöchentlich nehmen wir einen Kandidaten oder einen Spitzenpolitiker, der sich jetzt nun stark äußert im Wahlkampf, unter die Lupe, unter den Aspekten, wie ist die Wirkungsweise dieser Menschen? Was sagen sie und vor allen Dingen, wie sagen sie es? Denn das Wie hat ja einen großen Einfluss darauf, wie die Menschen, das Publikum, darauf reagieren, wie sie das empfinden und bewerten, was Politiker sagen, nicht nur inhaltlich. Haben Sie denn den Martin Schulz schon mal ordentlich unter die Lupe genommen? Der ist jetzt am Wochenende dran. So. Das wird mein nächstes Thema. Ja, was empfindet man denn im Schwabenland bei Ihrer Zeitung, bei Martin Schulz, und plötzlich 29% der SPD? Das ist ja geradezu eine Katastrophe, nachdem man schon Martin Schulz als Kanzler gesehen hat. Ich denke, da staunt man genauso wie der Rest der Republik. Aber ich halte es auch in Teilen für verständlich, weil man bekommt ja immer mit, dass die Fernsehzuschauer doch sagen, ach, das ist mal ein anderer Typus und der spricht uns an. Und ich selber habe dafür, ich bin jetzt kein Medientrainer, aber eine laienhafte Erklärung. Ich merke bei Schulz immer, dass er absolut kein Politikerdeutsch spricht. Also wo andere sagen, wir denken darüber nach, die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes 1 in Zukunft adäquat zur Lebensleistung zu verlängern. Können Sie das nochmal wiederholen? Da sagt Martin Schulz einfach, ja, wer ganz lange gearbeitet hat, muss auch länger Arbeitslosengeld kriegen. Und das ist meiner Ansicht nach eine Erfolgsformel von ihm. Die Leute verstehen ihn und fühlen sich angesprochen. Ja, aber es hat ja nicht lange angehalten, wenn die Umfragen so bleiben. Die neueste Umfrage kommt ja heute noch, ja, aber dann sind wir schon vorbei. Irgendwas stimmt doch da nicht. Oder kippt die Stimmung oder haben sich die Umfragenleute geirrt? Erstmal würde ich sagen, jede Umfrage, die wir jetzt bereden, ist völlig unwichtig. Weil Umfragen sind erstens inhaltlich immer schwieriger, weil dieses flottierende Wählerpotenzial von Unzufriedenen mal hier und mal da festmacht und ganz schwer demoskopisch zu greifen ist. Und auf der anderen Seite ist es einfach viel zu früh, jetzt aufgrund von Ad-hoc-Umfragen Prognosen zu stellen für Trends, ob die Schulz-Welle sozusagen weiterführt. Hier am Freitag der Luftschlag der Amerikaner in Syrien hat die weltpolitische Karte völlig verändert. So, sie wissen überhaupt nicht, ob das am Tag vor der Wahl sozusagen ein dominierender Faktor der politischen Landschaft ist. Ob dann Sicherheit das dominierende Thema ist, schlecht für Schulz, oder soziale Gerechtigkeit das dominierende Thema ist, gut für Schulz. Also ich glaube, man darf sich von diesen Umfragen jetzt weder in der SPD Zentrale noch als Beobachter nervös machen lassen oder dem große Bedeutung beizumessen. Man kann sagen, Schulz hat die SPD aus dieser Dauerlethargie herausgerissen, die Partei ist mobilisiert, glaubt an eine Chance und es gibt Bundestagswahlen, wo die beiden Volksparteien auf Augenhöhe antreten. Das ist die Ausgangslage, daran hat die Saarlandwahl nichts geändert und jetzt 2 oder 3% Umfrage plus oder minus auch nicht. Dieses Wochenende haben Sie gesagt, beschäftigen Sie sich mit Martin Schulz. Erzählen Sie doch mal ein bisschen von dem, was Sie da rausgefunden haben. Was ist denn an dem Mann so dran? Ich habe noch nicht so richtig was rausgefunden. Ich gucke einfach, wie jetzt die aktuellen Aussagen sind und gucke, wie das bei mir ankommt, wie ich darauf reagiere. Ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass die Aussagen inhaltlich so formuliert sind, dass man ihn verstehen kann. Ich glaube, ich werde mich ein bisschen damit beschäftigen, mit seinem regionalen
Spracheinfluss, den man ja doch deutlich hört, wo er herkommt. Und werde auch ein bisschen... Sie meinen, der Dialekt wird die Wahl entscheiden? Nein, das werde ich nicht, aber also, das ist die Aufgabe, so darauf zu gucken, irgendwie, wie sprechen Menschen, wie äußern sie sich und welche Wirkungen hat das einfach. Und ich werde ein bisschen darauf gucken, wie viel Energie er reingibt. Mir ist das neulich aufgefallen, dass der unheimlich gepoltert hat. Also diese Aussage, und dann werde ich Bundeskanzler. Im Moment poltern sie ja alle wahnsinnig. Da ist eine solche Energie drin. Mich schreckt es ab. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch andere Menschen abschreckt. Andere fühlen sich aber wiederum dadurch total aufgepeitscht. Aber solche polternde Energie, Frau Lennart, die hatten wir schon mal. Da hat einer an den Stäben des Kanzleramts gerüttelt und sagt, ich will hier rein und hat es auch geschafft. Ja, vielleicht ist es wirklich so, man fühlt sich etwas ermüdet oder viele Menschen sind etwas ermüdet von Frau Merkel. Das heißt nicht, dass sie die nicht gut finden oder denen nicht vertrauen oder wenn es unsicher würde, auch sofort Merkel wieder wählen würden. Aber Schulz bringt ein bisschen Temperament zurück in die Politik. Also nicht nur Schulz, es ist ja auch die ganze politische Lage im Moment, die Leute wieder zum Diskutieren, zur Auseinandersetzung, zum politischen Dialog, zum Wählen gehen, zu Parteieintritten. Das ist nicht nur Schulz. Ja. Aber Schulz ist auch ein Teil, der das sehr schön deutlich macht, dass man sich freut, wenn jemand mit Temperament auf und antritt und Diskussionen wieder schürt. Die CDU hat doch jetzt die Werbeagentur Jung von Matt engagiert, um ein besonderes, temperamentvolles Profil von Frau Merkel mit Leben zu erfüllen. Das wird schwierig. Kriegt sie jetzt bunte Leggingshosen oder was? Kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Ich will noch ein Stück bei Herrn Schulz bleiben. Hält denn das an, was jetzt wir hier doch feststellen, dass der, und Sie auch schon gesagt haben, der bringt was Neues, der bringt frischen Wind und so. Ich habe ja manchmal das Gefühl, das ist so... Dann ist wieder vorbei. Ja, aber so, nehmen wir mal an, es würde jetzt nichts weiter hinzukommen, außer diese emotionsumwölkte Präsentation von Herrn Schulz und würde dieses Gerechtigkeitsthema so weiterführen, allerdings ohne es genauer zu unterfüttern, dann würde es nicht anhalten. Also ich glaube, die SPD hat immer Wahlen dann gewonnen, wenn zu ihrem Markenkern, der dann unangefochten war, soziale Gerechtigkeit ein Plus hinzugekommen ist. Bei Willy Brandt die Ostpolitik, bei Schröder ein Appell an die bürgerliche Mitte, wirtschaftspolitische Kompetenz. Also da muss Schulz noch liefern. Ich glaube, die in der SPD-Parteizentrale im Wahlkampfteam hat man das auch begriffen. Da gibt es eine gewisse Geheimniskrämerei, was jetzt noch als zusätzliches Element hinzukommen soll. Man merkt allerdings auch, dass Schulz ausgreift jetzt in Richtung liberale Wählerschaft. So. Also da würde ich sagen, da muss noch was dazukommen, sonst läuft es nicht so weiter. Und wir haben eine Sache gesehen. Die SPD war euphorisiert davon, dass sie jetzt wirklich eine Machtperspektive hatte durch diese Koalitionsspekulation mit Rot-Rot-Grün. Man merkt allerdings auch, dass das bürgerliche Lager eben auch in Wallung bringt und sich um Merkel scharen lässt. Und als Reaktion wurde jetzt von der SPD demonstrativ sozusagen genau das diametrale Gegenteil verkündet, nämlich die Spielen, dass die FDP sozusagen auch im Mix drin ist und eine Möglichkeit ist für eine zukünftige Koalition. Und diese Verwirrung, die wird Schulz nicht abschütteln können. Er muss sich irgendwann bekennen. Wenn er sich nicht bekennt, werden die Leute ohnehin weglaufen. Wenn er sich bekennt, wird er jeweils die vernachlässigte Gruppe verlieren. Also dieser Selbstläufer, das wird nicht anhalten. Liegt das daran, dieses Werben um die FDP? Herr Lindner hat ja schon gesagt, das soll er mal sein lassen. Oder sagt, er hat das nicht so gerne, wenn die da plötzlich um ihn rumschwirren. Ja, hat er gemerkt, dass Rot-Rot-Grün vielleicht doch nicht so ankommt, dass die Leute das Gefühl haben, ja, mit den ganz Roten, Sarah Wagenknecht, Schröder sagte, mit der Familie Lafontaine, ja, da wollen wir nicht. Und das macht die Leute doch so ein bisschen vorsichtig. Kann gut sein. Aber wir sind ja alle keine Auguren und können wirklich in die Zukunft gucken. Wir haben die Glaskugel aber hier. Fakt ist, es gibt heutzutage ungefähr 35% Wechselwähler. Das ist eine hohe Zahl. Das war in der Zeit vor der Wende, vor 25, 30 Jahren anders. Da waren es irgendwie so knapp über 10%, 10-15% irgendwie. Aber 35%, das ist wirklich wahlentscheidend. Und um diese Gruppe buhlen jetzt alle und gucken genau, was passiert. Also so ein Einfluss wie, wenn schon mal so leichte Koalitionsannäherungsäußerungen gemacht werden, kommen bei den einen gut an, die anderen schrecken davor zurück. Wie Kollege Wallert richtig sagt, die einen sagen, nee, das wollen wir nicht.
mit den Liberalen, die haben die Sozen mal verraten, darf man nicht vergessen, ja, sagen die in der Partei. Ja. Ja, ist das so? Kann man das so interpretieren? Ja, also dass sie die verraten haben damals, ja, sicher. Ja, und warum sollen wir denn jetzt um die buhlen, sagt denn eine Gruppe. Ja, das Schwierige ist eben in der jetzigen Gemengelage, dass die Kleinen nötig sind, wenn man nicht die große Koalition und damit diese Ermüdungs, die fühlbar ist im Land, fortsetzen will. Und man deswegen sich nicht festlegen kann. Und ich glaube, dass das die große Schwierigkeit ist. Die FDP liebäugelt ja auch ein bisschen damit, vielleicht in Schleswig-Holstein für eine Ampel zur Verfügung zu stehen, die sie ja in Nordrhein-Westfalen strikt ablehnt. Also auch je nachdem, wie die Landesregierung geführt wird, kommt man da, kann man da was bewirken. Genauso werden die Grünen im Bund auch vorgehen, also aus der Perspektive der kleinen Parteien. Die können sich das nur offen halten bis zur Wahl, meiner Ansicht nach. Denn wenn die Grünen jetzt sagen würden, wir machen nur Rot-Grün geht nicht mehr, wenn die sagen würden, wir machen nur Rot-Rot-Grün, das wäre dumm, ja? wenn am Ende Angela Merkel Schwarz-Grün machen könnte. Insofern wird diese Lage meiner Ansicht nach sehr, sehr lange bleiben. Unser Thema heute ist der Wahlkampf und die Umfragen. Und stimmt, kippt die Stimmung. Und Sie merken ja, wir sind schon hier so ein bisschen am Zaudern und Zögern, was denn nun kommen könnte. Aber wir machen gleich weiter. Wir werden das Pudelskern noch finden, ja, in dieser Sendung. Ich hoffe, Sie zu Hause diskutieren mit. Wir machen jetzt eine kleine Werbepause. Sie wissen, wir sind Privatsender, müssen ein bisschen Geld verdienen. Dann sind wir wieder da mit Sabine Lennertz von der Schwäbischen Zeitung, Norbert Wallert, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung und Juliane Hilscher, freie Journalistin und Mitschreiberin des Blogs Wahlkampf. Blog heißt so, nicht? So heißt es. Heißt das Wahlkampf oder Wahlkampfblog? Wahlkampfblog vom BMTD. Jawohl, gleich geht's weiter. Bleiben Sie dran.